Jetzt hast du, Ömmes, mir voll aufs Brillenglas abgeschlabbert. Jetzt ist da dein Sabber dran. Hallo, meine Freunde der guten Miyuki-Unterhaltung. Boah, jetzt kuschelt die sich hier auch noch voll an mich ran. Ah, du weißt schon, dass dein Hintern hier nicht... Boah, das ist das Problem. Die ist zwar kein Schoßhund, aber sie meint, sie wäre einer. Ja, es ist einmal Zeit für ein kleines Infovideo, was ich euch jetzt hier mal präsentieren wollte. Und ich hatte es ja schon vorher eigentlich mal gesagt. Aber ich ziehe um. Die Wohnung, Mietfreitag, das hat alles so schnell geklappt, das habe ich selber gar nicht gedacht. Ich ziehe nach Krefeld. Das ist eine Stadt, die zwei Städte weiter oder drei Dörfchen. Eigentlich sind da Dörfer zwischen, aber Leute, wenn man ein bisschen so außerhalb wohnt, dann ist ja auch egal. Auf jeden Fall ziehe ich dann dorthin um. Es ist noch in Nordrhein-Westfalen. Und ihr werdet mit dabei sein, denn die Wohnung, wo ich einziehe, da darf man nämlich auch Tiere halten, das war das Wichtigste, werden wir dann auch sehr viel für die Tiere umbauen. Sprich auch neben den Hamsterchen. Wir haben ja Zoe und Chihiro. Wird auch noch ohne Zahn in ein komplett größeres Aquarium umziehen, weil ich möchte auch, dass ohne Zahn nicht mehr alleine bleibt. Dann werde ich dann gucken, dass ich noch weitere Axolotl in der gleichen Größe, hoffentlich, also adulte Tiere, keine Babys, in ein Gesellschaftsbecken mit einbringe und dann auch richtig schön mit Schnecken und Fischen und allem Pipapo und schlag mich tot. Also das ist dann geplant. Diese kleine kuschelige, bedürftige Person hier, das ist Ara. Das ist unser Hund, also der Hund meiner Eltern, der sich jetzt hier so halb drauf klingelt, weil... Ja, ich bin ja ein Schoßhund und ich wiege nur 20 Kilo, 19,5 Kilo, aber ist egal. Ja, zu Ara, sie wird jetzt nicht mit fest in die Wohnung mit einziehen. Ich werde mich wahrscheinlich zwar viel um den Hund kümmern und auch sie für einige Tage oder so mal Wochenende nehmen oder so und auch viel noch mit ihr spazieren gehen, aber meine Eltern wollen sie behalten. Genauso wie die Katze, weil den können wir jetzt auch im Nachhinein nicht mitnehmen, weil er braucht halt einfach Freigang und er ist es schon so gewöhnt. Er ist jetzt um die 12 oder 13 Jahre alt. Da verstehe ich das auch und dann lasse ich den auch hier, was jetzt mit der Ara ist. Also wie gesagt, ihr werdet sie noch öfter sehen und denken, der Hund wohnt bei euch, aber sie wohnt gar nicht bei uns, weil ich werde mich halt nur auswärts um den Hund kümmern und damit ich der nicht immer zu Hause ist und wegen spazieren gehen und so weiter. Das werde ich dann machen. Es ist auch so, dass nochmal vollkommen neu was geplant ist, was mit den Tierchen zu tun hat. Welche neuen Bewohner nochmal extra einziehen werden. Es werden keine kleinen Nagetiere sein, weil ich habe mich da auch schon mit meiner Freundin halt besprochen und wir wollten halt ein Tier, was länger lebt, für uns selber noch, weil das eben halt mit den Hamsterchen, die Chihiro ist auch schon über ein Jahr alt, die Zoe wird jetzt auch schon ein Jahr und es ist dann immer sehr kurz und weil ich jetzt so viele Tierchen letztes Jahr auch verloren habe, wollte man, dass es länger lebt. Dazu Gehege bauen, Adoption, Tierheim, alles pipapo werden wir auch noch in den Videos sehen, die dann darauf kommen. Also ich sag mal, April, im April ist ja der Umzug. Ab da könnt ihr euch auf volle Kanone Videos freuen. Ich bin gespannt, ob wir das alles so hinkriegen, wie wir wollen, ne? Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe jetzt Semesterferien. Ich werde die Zeit nutzen, um auch für YouTube die Sachen zu machen, um auch endlich meine Videos, die seit Dezember in der Bearbeitung sind, dass die dann eben halt auch hochgeladen werden und ihr dann ein bisschen aktueller seid. Ich meine, das Aquarium jetzt für ohne Zeit ist jetzt auch schon tutti completo aufgebaut, eingefahren und umgesetzt. Mit der Quarantäne, das war auch noch da. Dann möchte ich hier noch einige meiner Gehege verkaufen, also das große XXL-Ding mit der Jurassic Park-Einrichtung. Das möchte ich, ich bin gar nicht im Fokus. Oh mein Gott, also im Ausschnitt. Das möchte ich auch noch verkaufen, dann möchte ich das alte Aquarium verkaufen. Die werde ich dann alle wahrscheinlich über Kleinanzeigen oder so. Falls Interesse besteht, kann ich das ja mal in Facebook oder so posten, weil ich eben halt hier auch einige Sachen von mir nicht mitnehme, weil wir bauen die Gehege zum Teil, also das große Gehege selber und das ist ja 1,50 Meter mal 50 und ich möchte da nicht nochmal so gern Hamsterchen, weil ich hatte da jetzt schon so viele drin und da sind so viele Erinnerungen dran und das ist halt so schade. Und also einige neue Veränderungen werden kommen, neues Kapitel soll aufgeschlagen werden, auch mit den Tierchen, alles dann nochmal neu. Ich freue mich, euch mit auf diese Reise zu nehmen, dass wir das dann alles erleben und ihr mich da wieder verfolgt. Somit also danke fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns einfach in den nächsten Videos. Es wird jetzt ganz viel online kommen und auch unabhängig jetzt von der gesamten Zeit jetzt in den letzten Monaten. Dazu aber mehrere Infos auf Facebook auch und auf Instagram. Der Hund macht es gemütlich und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal.